Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ich bin jetzt mal nochmal von hier gestartet, denn von hier aus können wir bestimmt leichter hinkommen. Ich werde nämlich jetzt als erstes mal diese Damen hier anheuern. Ja, wir stehen euch bei. Mit denen wird es nämlich deutlich einfacher werden, da reinzukommen. Oh. Ja, so viel dazu. Von wegen. Wow, die sind ganz schön flink. Ich hoffe, das funktioniert. Die suchen hier nicht drin herum. Mist. Ach Mann. Jetzt bin ich sprachlos. Jetzt hoffe ich, die finden mich nicht wieder. Mann, habe ich auch noch umsonst Geld für die ausgegeben. Ist da drüben auch ein. Nee. Da. Die waren die volle. Warte, ich guck noch mal was. Ich glaube, wir durften niemanden töten, oder? Niemanden mit den Klingen töten. Ach so. Wir dürfen also schon Leute töten. Machen wir es dann nicht einfach mal so? Vielleicht bringt er den ja mit um. Sicherlich Gottes Strafe für ein Leben in Sünde. Ja. Alter. Warum haut er die Bombe denn da hin? Ja, ich hätte anvisieren müssen. Ein geeignetes Versteck. Okay, das war nicht so clever. Oh, und ich muss beinahe niesen. Meine Nase juckt auf einmal so. Gar nicht gut. Da ist eine Wache, okay. Was? Jetzt steht da auch wieder, schon wieder einer. Hä, wieso fühlt sich das? Hey, kenn ich euch? Nein. Solche verdammten. Warum steht denn da schon wieder einer? Ich könnte ihn doch nicht einfach wiederbeleben. So, jetzt reicht's mir aber. Wir sind im Sperrgebiet, das ist mir bewusst, aber ich werde jetzt schnell hier hoch machen.
Aber ich glaube, wir müssen gar nicht nach oben, sondern wir müssen nach unten. Das ist allerdings sehr doof. Von hier oben kann man nicht werfen, oder? Schade. Mal aus, ob das funktioniert. Das dürfte. Ich habe sie ja nicht getötet. Alter, wie dumm muss man sein? Ja, da bin ich auch schon wieder zurück. Ja, ich habe zu oft Umschalt gedrückt. Dadurch hat sich das Spiel wieder rausgetappt. Tja, kann ich hier auch nichts dafür. Mir reicht's ja echt. Nee. Wohl, den können wir auch so töten. Den anderen töten wir mit so einer und mit so einem Teil hier. Einfach abwarten. Dem ist jetzt schon nicht mehr zu helfen. Ich kann eigentlich sogar fast froh sein, dass das Spiel abgebrochen ist und ich nochmal neu anfangen konnte. So ist mir der eine Assassine wenigstens nicht draufgegangen. So. Dann lassen wir das Ganze doch mal aufgehen hier. Okay. Alter. Der ganze Turm geht Schrott. Ich mach's jetzt einfach mal mit dem Schwert. Das muss doch irgendwie. Aua. Mann, ey. Okay, seht also, die Klingen sind nur meine versteckten Klingen. Ja, doch nicht. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Schön. Schön, dass ihr jetzt kommt. Ah, griechisches Feuer. Ich mag die Art, wie ihr denkt, Ezio. Alter, man sieht da überhaupt nichts. Oh. So funktioniert das also. Das ist ja schon sehr schwammige Steuerung. Alter. Aua. Der Typ hier
Aua. Komm schon, hör auf. Lass los. Oh Mann. Hat mir keine Medizin mehr oder was? Ein dauernder Arzt. Du wirst nicht entkommen. Ja, die volle Synchronisation ist ja sowieso jetzt weg. Also. Ah, griechisches Feuer. Ich mag die Art, wie ihr denkt, Ezio. Damit hier überhaupt erstmal zu lenken, ist schon kacke. Alter, ich hab... Lass los. Ich könnte es schaffen diesmal. Ich sehe da jemand. Welche Schiffe brennen denn noch nicht? Das ist das Schiff da drüben, ach so. Ja, komm. Ja. So. Alter Mensch. Was kam denn da? Okay. Alter. Was für eine Mission hier. Das ist unser Schiff, oder? Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Alter. Oh. Mann, oh Mann. Aua. Komm schon, das schaffen wir. Was? Er darf das Schiff nicht erreichen. Komm, ignorier die. Doch. Siehst du doch. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Alter Mensch. Ja, das gibt ganz schön Schaden. Ja, niemanden Klingen töten, also das war dann doch übertrieben. Damit haben wir Sequenz 6 beendet. Und verlassen nun Konstantinopel, um den Templer Manuel zu folgen. Wie gewonnen, so zerronnen. Den Erfolg haben wir freigeschaltet. Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz.
Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Da bin ich auch mal gespannt. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Okay, jetzt sind wir mit Desmond hier auf der Animus-Insel. Geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte, ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Ja, so ist es leider gekommen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem nächsten Dings-Mission, würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit der nächsten Desmond-Erinnerung. Die können wir nämlich theoretisch machen. Können wir, glaube ich, auch schon machen, ja. Dann können wir die auch schon machen. Weiß es nicht. Ach, die können wir auch schon machen. Aha. Die können wir also alle drei schon machen. Und dann machen wir weiter mit der zweiten. Allerdings würde ich sagen, machen wir das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, wieder echt krasse Mission hier mit Ezio, haben wir die Flucht gewagt und ziemliches Chaos hinterlassen. Ja, da sind viele Schiffe draufgegangen. Gut, jetzt hier haben wir die volle Synchronisation wieder nicht geschafft, mit niemandem Klingen töten. Ist ja auch egal. Eigentlich hätten wir nur an den vorbeirennen sollen. Dann hätte das Ganze schon funktioniert, aber naja, so weit habe ich da nicht mitgedacht. Naja, in der nächsten Folge sehen wir uns auf jeden Fall die nächste Desmond-Reise an. Und die Frage ist wirklich, ist Desmond der Auserwählte? Und fragt sie nur, für was er auserwählt sein könnte. Ja, aber so viel werden wir dann in den nächsten Assassin's Creed Teilen noch erfahren, hoffe ich. Bin ich mir sogar sehr sicher. Naja, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall die nächste Desmond-Reise. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.